Kommt der Solana ETF nun doch nicht? Die SEC hat Bedenken bezüglich Solanas regulatorischem Status geäußert, was die Aussicht auf einen Solana ETF weiter trübt. Die CBOE hat die Anträge für den Solana ETF auf Anraten der SEC von ihrer Website entfernt. Insider berichten, dass SEC-Vorsitzender Gary Gensler hinter der Streichung der Solana-ETF-Anträge steht. Gespräche zwischen der SEC und potenziellen Solana-ETF-Emittenten drehten sich um Solanas Status als Wertpapier. Warnecke bleibt optimistisch und erwartet eine formale Überprüfung ihres Antrags durch die SEC. Die Chancen auf einen Solana-ETF bleiben gering, da große Asset-Manager wie BlackRock weitere Krypto-Indexfonds ausschließen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere News zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.